Herzlich willkommen bei Motorrad TV. Also, das wollte ich eigentlich gar nicht zeigen, aber ich dachte mir, jetzt muss ich schnell die Videokamera einschalten. Was man sieht, ist eigentlich nichts Neues. Der Nesenbach-Kanal, der Zugang im Pausenhof Katzenstift ist fertig. Das Anschlussstückle fehlt noch, also da, wo es in den alten Kanal übergeht, aber der Bypass ja quer drüber liegt. Und was kann ich noch zeigen? Die Verbindung Haltestelle Staatsgalerie Hauptbahnhof, die läuft ja hier quer rüber in der schönen Biegung. Den Anschluss kann ich da hinten jetzt nicht ausmachen, der ist ein bisschen versteckt. In alten Videos ist er zu sehen. Irgendwo da drin müsste sein. Naja, wie auch immer. Und was ich sagen wollte, ist hier rechts. Wir können uns erinnern, die große Umleitung, die hier stattfand. Hier rechts ist der Tunnel ja fertig. Und der läuft hier unterirdisch rüber. Aber der Anschluss an den Bestand, der fehlt ja noch. Da habe ich selber noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist heute im Gespräch auf dem Turm mit den anderen Fans und dem Jochen klar geworden. Hier links, die graue Fläche, das ist der Anschluss vom Hauptbahnhof rüber zur Staatsgalerie. Und rechts kommt von der Staatsgalerie und geht zum Hauptbahnhof. Jetzt habe ich schon so oft mit der Kamera da drauf gehalten und anscheinend habe ich es heute erst kapiert. Ich sollte mir meine Videos öfter anschauen. Ja, Spaß beiseite, ne? Aber jetzt ist es auch schlüssig hier. Das war jetzt ein langer Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.